So, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Watch Dogs. Und wir befinden uns jetzt nahe dem Ziel. Ich glaube, ich muss da einfach reingehen. Kann ich da einfach reingehen? Schauen wir mal, ob die Türen reagieren. Ja, die Türen reagieren. Wunderbar. Gut, alles klar. Ach ja, aber ich glaube nicht, dass die Tür reagiert. Ja, das war irgendwie klar. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Versuchen wir es mal mit dem Weg. Vielleicht geht es ja hier weiter. Die Brücke angehoben. Ja, die Brücke interessiert uns gerade relativ wenig. Ah. Wir scheinen richtig zu sein. Da ist die Konsole, die wir hacken sollen. Ach, jetzt kommt mein Lieblingsspiel wieder. Heureka. Was? Ich komme nicht durch die Firewall. Vielleicht hat T-Bone eine Idee. Nee, da haben wir keine Chance. Er hat uns ausgesperrt. Ich muss ihn schnell ausschalten. Ah, ich habe eine Idee, aber beim letzten Mal sind Menschen gestorben. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CTOS. Ich habe einen ganz reizenden Virus. Wirklich böser Schweinehund. Du musst ihn von drei separaten Orten installieren. Was stellt ihr an? Er schaltet einen Mann aus. Das ist sicher. Das kann hässlich werden. Du hast ja keine Ahnung, Amigo. Meld dich, wenn sie installiert sind. Wir machen das richtig. Gut, dann versuchen wir's. Meine Güte, lass doch mal die scheiß Brücke irgendwo. Ist ja schlimm. Ach, was denn jetzt? Meldet sich Damien wieder? Wirklich, du könntest mich so leicht aufhalten. Enttäuschend. Ich hielt dich für viel klüger. Aber nun sehe ich, dass du genauso bist wie alle anderen. Wenn du das glaubst, dann bitte. Dann werden wir sehen, was gleich passiert. Bestrafung durch Schweigen. Ich werde noch zu einem emotionalen Wrack. Wer weiß, was ich in dem Zustand tun werde. Komm, Aiden. Beeindrucke mich. Was wirst du jetzt tun? Bring mich in Stolpern. Na los. Du bist doch besser. Der Typ, der geht mir so auf den Sack, der ist sowas von unsympathisch. Das war er schon die ganze Zeit, auch als wir früher noch mit ihm zusammengearbeitet haben. Konzentrier dich nur auf einen Ort. Oh Gott. Ja, und die Polizei hat uns. Na wunderbar, das fängt ja wieder super an. Ja. Ein Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Halleluja, das wird lustig. Das wird jetzt richtig lustig. Da verliere ich schon wieder jegliche Lust hier. Ach ja. Halten Sie das Fahrzeug an! Sofort! Ich klopf mal an! Ja, dann klopf mal an. Halten Sie sofort an und ergeben Sie sich! So, das erste Auto haben wir ausgeschaltet. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es noch schaffen. So. So, und die erste Konsole haben wir gehackt. Wow! Seht ihr diese Macht an? Dürfen wir jetzt abhauen? Nee, dürfen wir nicht. Na wunderbar. Jetzt dürfen wir hier nicht mehr abhauen. Oh Gott. Ja, das war eine sehr gute Idee. So, ich glaube, hier können sie uns nichts. Hoffe ich doch einfach mal. Eigentlich nicht meine Art, hier die Polizisten auszuschalten. Die können ja nichts dafür. Was war das? Irgendein Virus? Du hast dich mit dieser Hacker-Sache ganz schön angefreundet. Hör doch auf, Aiden. Ich frage mich gerade wirklich, wie wir hier noch wegkommen sollen. Nein, nicht zerstört. Verkartel. Damit jeder spürt, wie es ist, wenn einem die Zukunft genommen wird. Versuchen wir uns jetzt mal zum Polizeiwagen zu schnappen. Ja, nee, keine Chance, da wieder rauszukommen. Das ist, ja. Ein Ding der Möglichkeit natürlich nicht, aber, gut, ich glaube, dafür war ich gerade einfach zu hektisch. Hektisch.
Aber er hat's gespeichert, es sind nur noch zwei Stellen, das ist doch mal was. Was ist denn jetzt los? Raus hier! Emir manipuliert die Navigation. Er versucht mich zu bremsen. Konzentrier dich nur auf einen Ort. So, und die Polizei versucht uns hier wieder zu kriegen. Und sie haben es auch geschafft. Ah, diese Autos machen mich wahnsinnig. So. Wieder jagt uns die Polizei. Ich komme hier gerade gar nicht mehr klar. Jetzt, wo er unser Navigationssystem auch noch lahmgelegt hat und ich absolut nicht mehr weiß, wo ich hinfahre, wird es tierisch schwer für uns. Ja, übertreibt's doch. Wie viele Autos wollt ihr denn noch schicken? Meine Güte. Ja. Ihr habt sie doch nicht mehr alle, ey. Ja, und weiter komme ich nicht. Hier. Da ist die Stelle. Und dann auch noch das Bild, das die ganze Zeit flackert. Also er macht es uns wirklich nicht leicht. Wer will denn keine Smart City? Klopf mal an. Eieieiei. Also ich finde es ehrlich gesagt gerade wirklich ein ganz klitzekleines bisschen übertrieben. Die Stelle hier nicht. Irgendwo hier in der Nähe müsste es sein, aber ich weiß nicht wo. Versuch ihn zu drehen. Oh. Zentrale, wir müssen ans CTOS. Unser Auto ist leider auch schon so gut wie kaputt. Das macht nicht mehr lang. Er flüchtet sofort. Wie waren noch mal Rennen? Ich hab schon. Ah, gut, da. So war's. Knappe 200 Meter vor uns ist, zu früh komme ich da bestimmt nicht rüber. Das macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Total. Ich hoffe mal, der Wagen kommt jetzt hier trotzdem rüber. Kommt er, sehr schön. Und da ist die nächste Konsole. Knapp 100 Meter noch von uns entfernt. So, und da haben wir sie. Lagesperre! Sieht aus, als hättest du deine Hackerbraut gar nicht gebraucht. Ich klopf mal an. Ach, ich muss ja warten, bis es hochgeladen ist, ich Idiot. So, ich würde sagen, das Auto ist im Eimer. Was interessiert sie irgendwie nicht? Wir fahren ja trotzdem durch. Sehr schön, den nächsten Punkt. Einen Punkt brauchen wir noch. Ich sehe, was du tust. Lädst einen kleinen Virus hoch, er schnüffelt herum und findet mich. Dann kommst du zu Hause, der Krüppel. Stimmt das? Ich hätte gedacht, deine Hacker-Tour, sie hat dieses kleine Ding entwickelt, aber. Sie ist ja tot, oder nicht? Na, probier's aus eben. Gib dein Bestes und ich gebe meins. Und dann kannst du im nächsten Leben damit angeben. Siehst du, wie smart das Netzwerk ist? Es antizipiert ein Problem. Dich. Und mich. So, wir sind entkommen. Und dieser Typ muss mich echt die ganze Zeit voll labern. Das ist schrecklich. Ja, und da kommt der nächste CTOS-Scan. Das heißt, wir werden uns gleich haben. Dann ist es natürlich auch noch so voll hier. Ach. Es war schwachsinnig zu versuchen, hier zu entkommen. So, und wir brauchen nur noch einen Punkt, aber es ist wirklich schwierig, einen zu finden, wenn sie ständig auf- und abflackern. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Die das auch schaffen? Ich glaube nicht.
An alle Einheiten, eine Hochleitungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Oh, scheiße. Ja, das war richtig gut. Jetzt sind wir im Wasser und ein absolut tolles Ziel für die netten Herren in Blau. Ah, und selbst hier nervt uns der Typ. Ach, der Junge, der geht mir so auf den Sack, ey. Ich hoffe, den haben wir gleich, ehrlich. Das ist ja nicht mehr feierlich. Na, kommt er da hoch? Ne, ist zu hoch für ihn. Das ist zu hoch für ihn. Was in Gottes Namen machst du denn? So. Der hört's, wir sind hier wirklich umzingelt. Hier ist nichts. Irgendwelche Spuren? Ich komme auch gerade nicht so richtig auf die Straße. Ich finde keine Autos, nix. Hier ist eine Straße. Ah, sehr schön. Das ist doch mal was. Jetzt müssen wir uns nur noch hier ein Ziel setzen. Dann schauen wir mal, ob wir das erreichen können, irgendwie. Bevor es wieder wegflackert. Eieiei, jetzt springt er die Straße über uns. Also das scheint er nicht ganz zu sehen. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Meine Hände sind schon ganz witzig, ey. Ich kann ihn kaum noch lenken. Ich rutsche ständig ab. Das ist doch wirklich zum Mäusemelken. Oh, übertreib doch mal jetzt nicht. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Das ist so eine Sache hier, wirklich eine Welt, die durch Technik beherrscht wird. Absolute Schwachstelle. Man sieht, was alles damit passieren kann. Und es ist mal schön interessant, darauf anzustoßen, also so einen kleinen Gedankenstoß zu geben. Oh, ey, ja, mehr Leute, leckt mich doch am Schuh. Stopp, sonst schießen wir. Schieß doch, wo ist denn das Ding jetzt? Irgendwo oben, aber ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wo. Versuchen wir mal zu Fuß hier zu entkommen. Irgendwie müssen wir doch hier hochkommen. Schön schnell rein hier. Natürlich, jetzt haben wir uns wieder selbst ein Ei gelegt. Was macht der denn? Los, wieder runter. Hopp, hopp, schneller. Die Zeit eigentlich schon, ja, abgelaufen noch nicht, aber wir sind nah dran. Und irgendwo hier muss ein Terminal sein. Ah, da vorne ist es. Das letzte Terminal, Terminal Nummer 3. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Virus hochgeladen ist. Und dann haben wir ihn hoffentlich trianguliert. Also geortet. Und können ihn mal so richtig schön ans Bein pissen. Das hoffe ich jedenfalls. ...80% haben wir jetzt. Sehr schön. Es steht rein zufällig ein Polizist neben uns, das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich unglaublich, unser Glück, das wir wieder haben. Was ist denn hier los? Kannst du uns mal in Ruhe lassen oder mich mal in Ruhe lassen? Jetzt habe ich selbst das Rad zerschossen, ich Esel. Aber wollte ich den Wagen doch eigentlich für die Flucht nehmen. Naja, vielleicht geht's ja trotzdem. Los, weg damit. Oh Gott, nee. Das bringt nicht wirklich was. Bisschen fahren und dann am besten gleich wieder ein neues Auto suchen. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Ja, klasse. Weißt du, wen die Cops rufen, wenn sie Hilfe brauchen? Mich! Wo ist denn der Helikopter da oben? Den haben wir erstmal ausgeschaltet. Ja. Und den hatten wir so ein Panzerfuzzi, das ist natürlich alles andere als gut. Ja gut, sei es drum, wir haben es geschafft. Er hat es garantiert gespeichert, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und damit beende ich die Folge, sage, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Nation Zero. Ciao, ciao.